Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Ich habe gerade die Leiche geholt, wo wir letzte Folge im Dunkeln gestorben sind. Und jetzt werden wir schnell weglaufen. Nochmal ein bisschen weiter in diese Richtung, wo wir sowieso schon gestorben sind hier. Haben wir wieder ein bisschen Zeit. Machen wir nochmal zwei Parts Erkundung. Vielleicht finden wir doch nochmal eine Wüste. Das wäre ja wunderbar. Hier haben wir noch wieder ein bisschen mehr Zuckerrohr. Ich glaube 14 Stück, das ist schon wieder ein bisschen was. Da haben wir auch einen Asteroid auf der Minimap zu sehen. Und ein Dorf. Wir laufen nochmal weiter in diese Richtung hier. Immer ein bisschen weiter. Hier haben wir auch Großholz. Das könnte man natürlich nochmal ein wenig von mitnehmen. Und warum nicht? Wenn wir so gerade hier sind. Zwei Reihen von dem Großholz her. Steht aber nur zwei solcher Dinger. Wir können natürlich auch nochmal hier in die Stadt reingucken. Mauer gegeben. Was haben wir hier für uns drinne? Ja, lass mich doch mal in die Truhe gucken. Immerhin eine Eisenbrust und Eisenstiefel. Das ist roher Fisch. Die sind auch eben fast kaputt. Und hier haben wir auch wieder ein schönes Gebäude. Kommen wir da mal rein. Was haben wir denn hier? Schienen nehmen wir mit. Eine Lore nehmen wir mit. Einen Arbeitswaggon. Keine Ahnung, was das ist. Zahnradbuchse. Normale Schienen. Holzschienen. Feuerte Schienen. Kohle. Schienen. Also so welche Dinge. Das nehmen wir nochmal hier. Auch. Das haben wir ja auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das lassen wir jetzt hier, was wir nicht brauchen. Den Fisch nehme ich mit, weil irgendwann wollen wir ja vielleicht mal einen Ortsurlaub haben. Dann baue ich diese Dinger noch ab. Die Schienen. Wir haben schon wieder Hunger. Und ich glaube, ich sehe den Anfang einer Wüste. Dann gehen wir nochmal zur Wüste. Hier rein. Da ist ein Baum drin. Okay. Hier ist Feuer. Irgendjemand stirbt hier. Ein Mini-Bewohner scheint da drin zu sein. Zombie. Genau. Haben wir ihn auch gerettet? Jetzt könnte ich hier natürlich auch gleich nochmal. Was haben wir denn hier? Korpus und Luft. Kartoffeln. Okay.
Kartoffeln gescannt. Kartoffeln, Weizen haben wir schon. Mohrrüben fehlen auch noch. So, wir wollen aber vor allem Richtung Wüste. Schaffen wir es noch, diese Folge zur Wüste zu kommen? Ja, kann ich mit gerechnet, dass wir Probleme finden. Kommen wir raus. Wir sind natürlich gleich wieder explodieren. Weil die explodierenden Touren sind doch schon ganz schön weh. Dürfen wir nicht unterschätzen. Früher war das noch ein bisschen anders. Hiervon nehmen wir auch noch ein paar Fähigkeiten mit. Hier haben wir natürliches Vorkommen und auch Kupfer. Oh, wir werden einfach hier einen Wüstenpunkt machen. Apfelbaum. Und wir haben es zu einer Wüste geschafft. Hier in der Wüste brauchen wir diese Blumen her. Diese sind ganz besonders wichtig für später. Die nehmen wir mal mit. Was man damit macht, zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Natürlich können wir hier noch ein bisschen Sand mitnehmen. Warum auch nicht, ne? Nehmen wir noch ein bisschen Kaktus mit. Kaktusgrün. Nehmen wir Öl. Keine Kakteen. Gar nicht so abbauen. Bauen. Ja, hier drin gehabt. Kaktusfrucht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Sandstein haben wir hier, also hier muss man auch aufpassen, das ist Treibsand hier. Das muss natürlich reingezogen werden. Ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen mehr von diesem Feuerblumen erwartet, gehofft. Ja, gesagt, dass wir so welche finden, aber wir haben es jetzt vier gefunden, das ist jetzt nicht so viel. Hier haben wir Zerstörung und Ordnung. Machen wir hier einen neuen Zerstörung Ordnung hin. Es wird auch schon wieder dunkel. Wir nehmen noch ein bisschen Zuckerrohr mit. Tauschen wir nochmal um. Ein bisschen mehr Sand mitnehmen. Wenn wir nochmal so 64 Sand dabei haben, haben wir jetzt sogar noch mehr mitnehmen. Kommen wir auch nochmal rein. Hier haben wir Feuer, Wasser, Luft. Ganz schnell beeilen. Feuer, Wasser, Luft. Blau.
Bei dem Feuer, Wasser, Luft haben wir sogar noch drei Pflanzen. Lass ich erstmal stehen. Mal hin noch drei. Ja, und das war's dann auch erstmal. Jetzt werden wir uns schnell verkrümeln. Neues Haus. Neues Haus, wo ist das alte Haus? Altes Haus. So, wir haben es noch geschafft, ohne zu sterben, wieder nach Hause zu kommen. Und jetzt mit den Dingen, die wir gefunden haben. Also, erstmal müssen wir ein bisschen sortieren wieder. Gehen wir wieder hier hinten hin. Ein bisschen hier riesige, rissige Steinziegel haben wir noch gefunden. Davon noch ein Kaktus. Loren. Fisch, das haben wir alles hier nicht. Schwarzpulver. Schwarzpulver haben wir sogar schon ein bisschen was gehabt. Braune Wolle, also wir haben so viel Zeug eigentlich mittlerweile schon. Müssen wir erstmal irgendwann sortieren. Erde können wir hier noch rein tun. Dann haben wir schon wieder genug Platz mit. Das heißt, wir gehen hier hinten hin, da haben wir auch noch ein paar Truhen. Wir werden erstmal alles Mistige hier reinschmeißen. So was. Das werden wir gleich draußen anbauen. Das Ding ist auch sogar voll. Das ist schön. Energie haben wir momentan auch genug. Ein bisschen Sand. So, was macht man jetzt mit diesen Blumen? Also diese Blumen können wir zu Lohnstaub machen. Und den Lohnstaub brauchen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Enderperle nehmen, ein Enderauge zu machen. Das machen wir später. Man kann den Lohnstaub auch noch für andere Dinge gebrauchen. Ich weiß gar nicht, was kann man noch da draus machen. Nur soweit erstmal diese. Und hieraus kann man halt vieles machen. Wir brauchen 5 Stück für einen Lohn, und einen Lohn brauchen wir natürlich auch, aber dafür werden wir dann doch eher durch Nether machen. Das ist ein sehr schönes Ding hier. Diese Blümchen. Und wir brauchen einen Speer noch. Jetzt gehen wir mal schlafen. Weit weg, da kann ich mal ein bisschen was anbauen. Da haben wir oben auch, habe ich jetzt gemerkt. Einmal das. Einmal dieses hier. Dann hier so eine kleine Farm. Den Rest können wir benutzen, um Papier herzustellen. Dann können wir beim nächsten Mal auch wieder weiter mit dem Forschen machen, damit wir die automatische Alchemie bekommen. Und dann würde ich an dieser Stelle auch sagen,
Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Bin ich denn nicht. Bis zum nächsten Mal.